Die erstaunliche Wirkung von Magnesium. Das ist tatsächlich etwas, was bei mir in der gesamten Geschichte meiner Ernährung noch nie im Fokus war. Dieser spezielle Mineralstoff Magnesium und seine vielfältige Wirkung und wie ich das auch für mich nutzbar machen kann. Die Autorin Ana Maria Lajustiga Bergasa, eine Spanierin, ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Sie hat selber eine Leidensgeschichte hinter sich und es ging um Arthrose und diese auch geschildert und dann, ja, nur durch Magnesium ist ihre starke Leidensgeschichte mit Cortison ohne Ende und sie hatte von, glaube ich, 15 Jahre, von 31 bis 46 schwerwiegende Probleme, alle haben ja gesagt, ist nicht zu heilen und sie hat es gelöst, lediglich mit der Einnahme von Magnesium. Und das war für mich auch so ein Grund, zu sagen, okay, das Buch lese ich mir mal durch. Gerade im Zeitalter dessen, dass wir heutzutage unglaublich viele Videobeiträge, Blogbeiträge und all die Dinge haben, die einfach mal so schnell, ich sag's einfach mal, hingerotzt sind. Da wird sich irgendwas zusammenkopiert und ja, und dann macht man halt so einen Eintrag. Da ist nicht jeder, der, ja, so wie ich, quasi sich den ganzen Tag dann mit einem Thema auseinandersetzt und dann auch die Quellen angibt und versucht auch differenziert wiederzugeben und zu sagen, hey, so kann man das sehen, so kann man das sehen, sondern da werden einfach nur Zielgruppen bedient des Blogs oder des YouTube-Kanals, wird sich selektiv cherry-picking-mäßig was rausgesucht, Studien komplett eindimensional gelesen, um dann letztlich die Zielgruppe zu befriedigen, dass sie in ihrer Komfortzone sind, dass sie den Kanal, den sie schauen, dass sie da sagt, ja, okay, hab doch recht und es ist alles gut und so weiter. Und ja, und deswegen bin ich immer mehr hin auch zu Büchern gegangen, und zwar zu Büchern, die auch vielleicht dann entstanden sind, wo es das ganze Social Media und diese ganze Internetwelt noch nicht ganz so gab. Sie sind natürlich meist immer ein bisschen veraltet, was das Wissen angeht, aber sie haben oft sehr, sehr gute Ansätze und von der Art und Weise, wie sie schreiben, sind sie ganz anders gepolt als viele der YouTuber, Blogger und so weiter. Da geht es zum Beispiel um eine pflanzliche Ernährung. Sie sagt, dass natürlich für sie, aus ihrer Sicht, das Buch ist 1990 geschrieben, sehr schwer ist mit einer pflanzlichen, sie hat dann vegetarisch gesagt, das war damals noch normal, da gab es das Vegane noch nicht so wirklich, dass es da sehr schwierig ist, seine zum Beispiel Proteine zu decken und so weiter, das war damals halt eben das Wissen und ja, da muss man drüber weglesen. Aber sie sagt, es ist möglich, es ist sogar gut möglich, wenn man sich informiert mit einer vegetarischen Ernährung, sie meint eine pflanzliche, eine vegane Ernährung, dass man seinen Mineralstoffhaushalt deckt, auch das Magnesium. Und natürlich ist es möglich, aber sie räumt ein oder sie zeigt, dass es einige Denkfehler in unserer Struktur gibt, wenn es um Magnesium geht. Weil viele, mich eingeschlossen, haben gedacht, dass das Magnesium in den grünen Teilen der Pflanze ist. Ich hatte irgendwann dann das gelesen, das Chlorophyll braucht hat Magnesium, um irgendetwas zu machen. Das stimmt auch alles, aber das ist nicht der Teil, der für uns verwertbar ist, sondern das ist eher der Teil, der, erstmal ist es sehr, sehr gering, und der Teil, der für die Pflanze von Bedeutung ist. Für uns persönlich ist das, die Mineralstoffe, also in Bezug auf Magnesium, sind eher in den Samen und in den Früchten und nicht in den grünen Teilen. Und das war sehr interessant und sie hat das alles sehr, sehr gut begründet. Sie ist Chemikerin und das Buch ist für den anspruchsvollen Leser. Das muss man ganz deutlich dazu sagen. Also man muss das schon mal, wenn man, ich sag mal so, ich habe so ein biochemisches Grundwissen, ich kenne mich so ein bisschen aus, auch über die Jahre hinweg, wo ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Ich kann das lesen und ich verstehe das und muss auch nicht nachgucken, was irgendwelche Begriffe angeht. Aber hier seitenweise nur irgendwelche, keine Reaktionsgleichung, aber so verbal ausgedrückt, was macht. Und da fehlt einem so ein bisschen, wenn man da nicht wirklich drin ist, so die visuelle Untermauerung irgendwie, oder dass man das behält, man nimmt das nur einfach als reine Information auf und das ist gewöhnungsbedürftig. Also wirklich, der anspruchsvolle Leser wird hier sehr, sehr gut bedient. Sie beginnt ihren Vortrag oder ihr Buch damit, dass sie Magnesium als Mineral erstmal darstellt in unserer Welt und auch zeigt, warum Magnesium mittlerweile gar nicht mehr so in unseren Böden vorhanden ist und dadurch durch die Pflanzen auch gar nicht so stark aufgenommen werden kann.
Sie begründet das mit verschiedenartigen Sachen, auch geologisch. Die ersten 40 Seiten sind quasi ja, über Erdkruste, Gesteinsschichten und so weiter und geht dann darüber über die modernen industriellen Maßnahmen wie Düngung und warum, wenn man mit Kalium überdüngt, was heutzutage immer gemacht wird, warum dann ein Magnesiummangel innerhalb der Pflanzen, beziehungsweise wenn wir es dann aufnehmen und wir denken, das hat genauso viel Magnesium, wie das in den Food-Tabellen, in den Essenstabellen drinsteht, warum der dann auch bei uns dann entsteht. Und das ist sehr, sehr interessant. Und ich persönlich habe mit Magnesium, bevor ich das Buch gelesen habe, nie mich wirklich außerhalb der Thematik Muskelkrämpfe auseinandergesetzt. Muskelkrämpfe, okay, wusste ich, nehme ich Magnesium, ging es mir danach auch besser. Was interessanterweise auch ein guter Indikator dafür war, dass ich gemerkt habe, okay, mein Körper hat nicht genug Magnesium, weil jeder tut sich mal sportlich betätigen und wenn ich dann gleich Krämpfe habe, dann habe ich nicht genug Magnesium. Also esse ich nicht genug Magnesium. Und ja, und dann zeigt sie auch auf, wie Magnesium im Körper gespeichert wird und im Gegensatz das Calcium, glaube ich, 1200 Milligramm, Gramm, keine Ahnung, Milligramm, irgendwie im Körper gespeichert werden kann, kann es bei Magnesium nur 24. Das heißt, Magnesium ist eher so ein Durchschlafding und Magnesium sollte man tatsächlich, so wie sie das schreibt, in jeder Mahlzeit aufnehmen. Das ist jetzt ihre Meinung, ne? Ich will das auch klar so darstellen, das ist ihre Meinung und ja, sie begründet das eben, dass wir halt nicht so einen großen Durchlauf haben und die Wirkung von Magnesium im Körper, das sind dann die nächsten, also insgesamt hat das Büchlein ja, über 100 Seiten, knapp über 100 Seiten. Die ersten 40 Seiten gehen halt über Geologie und ja, Mineralstoff, Magnesium und dann geht es zum Körper. Und Magnesium hat sehr, sehr viele Funktionen im Körper. Wie wahrscheinlich trotzdem auch alle Mineralstoffe, aber bei Magnesium ist es halt wirklich schon sehr essentiell. Weil alles, wenn es darum geht, irgendwas aufzubauen aus Aminosäuren, Proteinsynthese, solche Dinge, da spielt Magnesium eine unglaublich große Rolle. Und ja, und dadurch ergibt sich dann halt eben, egal in welchem Krankheitsbild, und sie hat dann verschiedene Sachen an, Magnesium, Nierensteine, Diabetes, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Thrombose, Allergien, Krebs, all diese Dinge, hat sie dann in diesem Büchlein, ihr könnt mal reingucken, hat sie dann ausgeführt, wie das dann wirkt und warum. Und auch dann Geschichten, wie es den Leuten geholfen hat, ja, zum Besten gegeben. Und das ist natürlich so, man liest das und man liest dann auch, wie viel Milligramm sie empfiehlt. Und das Schöne ist, sie sagt auch zu viel, nicht zu viel nehmen. Es gibt da Menschen, die hypen dann einen Nährstoff oder die hypen irgendeine Idee und übertreiben das dann. Und das ist genau das, was sie eben nicht macht. Genauso wie vorhin, was ich gesagt habe mit der veganen Ernährung, sagt sie dann auch mit Magnesium, natürlich auch zu viel ist schlimm. Auch bei Proteinen sagt sie, Proteine sind unheimlich wichtig. Aber zu viel sind genauso schädlich. Und ja, sie bleibt da ein bisschen im Wagen, sie nennt keine konkreten Zahlen. Mittlerweile sind wir in der Wissenschaft schon ein bisschen weiter. Und ja, also ausreichend Protein sind ungefähr ein halbes Gramm pro Kilo. Viele werden sagen, nein, das ist viel zu wenig. Aber das ist zumindest das, was ich bisher aus der Wissenschaft rausgelesen habe. Ein Gramm ist sicherlich auch noch tolerierbar pro Kilogramm Körpergewicht. Aber alles, was drüber geht, das ist, da hat einfach unser Körper genug zu tun, um dieses dann eben auch wieder rauszubekommen. Weil wir können Aminosäuren oder Proteine, die können wir bei uns nicht groß speichern. Ne? Da haben wir nicht so viel Platz. Und ja, entsprechend wunderbar. Also sie versucht, hat das Gefühl, dass sie auf dem Weg, also ja, dass sie die goldene Mitte sucht. Und das finde ich halt sehr, sehr ansprechend. 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so generell das, was uns empfohlen wird, was unser Tagesbedarf ist. Das heißt, beim 50 Kilo Menschen wären das 250 Milligramm. Sie sagt aber, es sind wahrscheinlich eher 10 bis 15 Milligramm und unsere Nahrung enthält sehr, sehr wenig Magnesium. Und naja, dann möchte ich euch was vorlesen, eine Zeile, Seite 75. Da gibt sie zum Beispiel an, Untersuchungen haben ergeben, dass 40% der Allergiker an Magnesiummangel leiden. Und dann redet sie weiter. Aber sie verlinkt nirgendwo, wo das hergekommen ist. Das heißt, in dem ganzen Buch sind ja keine Studien verlinkt. Sie sagt manchmal spricht konkret Namen an, also bleibt nicht nebulös, sondern sagt schon manchmal konkret die Dinge. Aber sie gibt halt nicht die Studien an, wo das her ist. Und naja, man kann es aber in dem Buch ganz gut verschmerzen, weil es tatsächlich, man absolut den Eindruck hat, das ist hier eine Fachfrau
Und sie sagt auch konkret, wo sie das her hat, sie verlinkt es aber nicht, oder beziehungsweise sie, ja, gibt es nicht konkret an, sondern sagt halt die und die Studie von dem und dem Menschen, und dann könnte man vielleicht das auch, ja, sich irgendwo zusammensuchen. Ansonsten ist auf jeden Fall eine gute Inspiration. Ich probiere tatsächlich jetzt mal für einen Monat, ausgehend von diesem Buch, mein Magnesium einfach zu erhöhen. Das liegt auch daran, weil ich, ja, ich meine, meine Schulter, die Sehnen und auch die Muskeln, die sind immer noch, ich hatte eine Verletzung, genauso wie im Oberschenkel, die, ja, nicht mehr so schnell regeneriert, wie als ich 20 war. Das kann eine ganz normale Alterserscheinung sein. Oder vielleicht liegt das tatsächlich am Magnesiummangel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob sich da mehr was tut. Ich werde euch da auch berichten. Ganz wichtig, wenn man Magnesium supplementiert, oder wenn man besonders darauf aus ist, ja, seinen Magnesiummangel zu beheben, für irgendeine Art und Weise. Man kann das ja natürlich auch tun mit Lebensmitteln, was ich immer empfehlen würde. Und das tue ich auch zeitgleich trotzdem mit. Aber ich tue das tendenziell wieder ein bisschen übertreiben, um halt direkt zu sehen, ob ja da eine Wirkung ist. Dann kann man getrocknete Feigen zum Beispiel nehmen. Da, die haben einen sehr, sehr hohen Magnesiumgehalt. Und man kann auch vollwertiges Getreide nehmen, also Vollkorngetreide, indem man das rohköstlich verzehrt. Aber auch eine Erhitzung von vollwertigem Getreide, Vollkorngetreide, ist fürs Magnesium nicht so problematisch, da es nicht so hitzeempfindlich ist, wie generell Mineralstoffe. Worauf man achten sollte, das wissen mittlerweile auch die meisten, dass man Kalzium und Magnesium nicht zeitgleich einnehmen sollte, weil ja das so Gegenspieler sind. Also das ist ganz wichtig, nicht Kalzium und Magnesium gleichzeitig supplementieren. Ja, das soll es für mich gewesen sein. Auf jeden Fall eine schöne, schöne Inspiration, dieses kleine Büchlein. Ich werde es probieren und man wird nicht dümmer. Es ist anspruchsvoll und ich gebe für dieses Buch 5 Sterne, wären es nicht. 5 Sterne werden es trotzdem irgendwie intuitiv. 5 Sterne, da muss ich wirklich bäm und ist alles toll. Und ich gebe 4 Sterne, kann es empfehlen. Ja, und wir sehen uns wieder bei der nächsten Buchrezension oder morgen zum alltäglichen Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.